Ja, hallo und Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum heutigen Chat, die Live Trading TV, noch am Vormittag hier 11:30 Uhr am 4.3. Wir wollen uns den Goldpreis hier speziell mal wieder unter die Lupe nehmen, nachdem wir ja bereits gestern hier mögliche Ausbruchsversuche sahen, die dann aber letztlich doch scheiterten. Deswegen schauen wir uns mal kurz hier den Live Goldchart an. Der sich hier im Stundenchart besser präsentiert. Das war hier im Prinzip die gestrige Abwärtstrendlinie, die Gold zunächst überwand, dann wieder ganz stark während des Nachmittagshandels hier zurücksetzte, letztlich dann seitwärts lief und heute hier die Annahme einer möglichen Korrekturfortsetzung, solange wir hier unterhalb von 1254 im groben Mittel bleiben. Das ist definitiv die Annahme, die man heute erwägen kann, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier eine ja, sehr, sehr äußerst negative Fuzzy-Pattern-Statistik haben, die ich auch hier heute schon in der Analyse darstellte. Hier Gold Intraday vom Vormittag und da sehen wir hier auch die Fuzzy-Logik im Intraday-Verlauf heute hier mit der tendenziellen Bewegungsmöglichkeit heute hier an einem der schwächsten Handelstage der Woche während der letzten 52 Handelswochen. Also hier 38% positive Schlusspreiswahrscheinlichkeit und wir sehen hier deutliches Abwärtsmomentum am Nachmittag bis in den Abend hinein. Das könnte auch heute hier durch die Fed, die hier am Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Wagebook vorstellt, sozusagen noch beflügelt werden. Aber zumindest deutet sich hier kein positiver Tag an. Bislang hadert der Goldpreis allerdings etwas mit Impulsen auf der Nordseite. Wir sehen hier zunächst, wie wir ja gerade im MetaTrader 4 Chart hier schon mal erspähen konnten, sehen wir hier so eine gewisse mangelnde Abwärtsdynamik, aber das kann durchaus auch als Chance dienen. Dazu will ich Ihnen nämlich an dieser Stelle jetzt mal den Rainbow vorstellen zum Goldpreis, den wir jetzt hier im M15 Intervall sehen. Wir sehen hier einen sehr, sehr schönen Rainbow seit dem gestrigen Handelstag, also hier den Spin sozusagen in der Nacht vollzogen, dann ging es während des gestrigen Handelstag mehr oder weniger zäh seitwärts, aber doch schon mit einem gewissen Abwärtsmomentum, der sich jetzt hier in dieser sich darstellenden Rainbow-Struktur äußerst klar darstellt. Wir haben hier auch schon die Asia-Range heute nach unten verlassen. Punktuell aber, wie gesagt, sind wir hier und das ist sehr, sehr interessant am Tief der Night Session bzw. des US-amerikanischen Handels. Abgeprallt nach oben, knapp über der Marke von 1201,65. Hier über dieser dunkelblauen Linie, die ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Schauen wir mal drauf, 1201,64 ist es genau. Und von diesem Niveau, das ist wieder mal kein Zufall, oberhalb von diesem Niveau drehen wir jetzt nach oben. Das ist sehr, sehr interessant. Tatsache aber, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich, wir laufen gerade wieder hier in die Asia-Range rein, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich eine mögliche Schwäche ausbilden, dann stehen die Chancen wirklich gut, dass wir hier das Niveau von 1201,64 nach unten durchbrechen und dann, Sie sehen es, wir sind bislang 7,15 Dollar heute gelaufen. Der Schnitt ist so im Gro bei 15,50, 16 Dollar zu finden. Das schwankt natürlich immer mal wieder, aber grundsätzlich haben wir hier noch mehr als das Doppelte an Potenzial und das verspricht in jedem Falle, ausgehend vom heutigen Tagestief, hier ein Lauf bis zum gestrigen Low, der sich hier im Bereich 1195,41 befand. Und da sollte es mindestens hingehen. Das eben unterstreicht auch die Fuzzy-Pattern-Logik, die ich hier Ihnen nochmal anhand des Live-Charts jetzt zeige. Da deutet sich, wie gesagt, hier am Nachmittag ein deutlicher Abwärtsimpuls an. Hier bereits zur Mittagszeit. Der bleibt so mehr oder weniger aus, aber vielleicht kommt er ja noch. Dann eine kleine Erholung und dann hier mit dem US-Opening, mit dem US-Handelsstart dann richtig nach unten durchzusacken. Ob es so kommt, das wollen wir erstmal sehen, aber der Rainbow beflügelt letztlich die Annahme, dass es hier weitere Tiefs geben könnte. Man muss sich sicherlich davon verabschieden, wenn es hier einen Anstieg über das heutige Tageshoch gibt. Das heutige Tageshoch hier exakt bei 1209 Dollar. Wenn wir dieses Niveau hier überschreiten, dann wäre sicherlich auch hier dieser negative Rainbow im M15-Chart-Intervall ja, überwunden. Dann könnte sich hier auch so eine Art Spin wieder vollziehen, wie wir hier in der Nacht gesehen haben vom 2. auf den 3. März und dann wäre natürlich wieder das Momentum nach oben gegeben. Aber dafür sehe ich aktuell weniger Potenzial, denn auch wenn wir hier im Daily Chart schauen, den ich hier ja fortführend betreue, sozusagen fortführend weiter analysiere, sehen wir eben hier, dass der Preis tatsächlich unterhalb von 1.323 zum Stoppen kam. Diese Abwärtstrendlinie hat nach wie vor Relevanz.
haben wir während der letzten Tage mehrfach bestätigt und heute fehlt eigentlich nur noch ein neues Low, insbesondere wenn wir jetzt unter das Tief von gestern fallen, 1195 eben und ein paar Cents, dann sieht es so aus, dass wir hier direkt weiter durchrauschen könnten, aber grundsätzlich auf Tagesbasis verspricht der Goldpreis hier noch Luft bis in den Bereich 1170 Dollar. Das heißt, wir haben hier durchaus auf der Südseite noch was zu erwarten. Kommt es natürlich zum Tageshoch, zu einem neuen oberhalb von 1209, dann kann es hier auch nochmal zu einer Attacke über diese Abwärtstrendlinie auf Tagesbasis kommen, was dann wiederum Potenzial bis zum Widerstand bei 1223 eröffnen würde. Dafür oder davon gehe ich aktuell jedoch nicht aus. Aber man soll sich natürlich nie versteifen auf irgendwas. Bleiben Sie daher flexibel. Wir werden die Märkte weiter betreuen. Gegebenenfalls schalten wir am Nachmittag nochmal auf, wenn der Goldpreis hier wirklich richtig Fahrt aufnehmen sollte. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine schöne Mahlzeit, wenn sie ansteht. Und wenn Sie mögen, schalten Sie doch gern später nochmal ein. Ich sage an dieser Stelle erstmal Danke und bis später, Ihr Christian Kemmer.